Kaum eine Angelart hat sich in den letzten Jahren so sehr verändert wie das Raubfischangeln mit Kunstködern. Eine unüberschaubare Zahl von Modellen und Methoden macht es nicht immer leicht, sich für die richtige Kombination zu entscheiden. Henk Simons kennt sich auf diesem Gebiet hervorragend aus. Der Holländer kann auf unzählige kapitale Fänge zurückblicken. Seit über 10 Jahren arbeitet der passionierte Angler für die Firma Spro und entwickelt Ruten und Köder, die sich weltweit großer Anerkennung erfreuen. Begleiten Sie den Profi und seinen Freund Martin Brauer auf den Rhein und seine Nebengewässer. Dort zeigen die beiden die verschiedenen Techniken und vielleicht gelingt es Ihnen sogar, den einen oder anderen Fisch zu erbeuten. Hallo liebe Angelfreunde, ich bin Henk Simons und heute gehen wir angeln zusammen mit meinem Freund und die Route und die Kunstköder von Spro. Wir wollen alles probieren, wir wollen auch alles demonstrieren. Die neueste technieken, die neueste köder, die neueste route. Und wir vangen nu aan met een klein beetje te sleppen. En dan gaan we alle technieken uitproberen. Zo, let's go. Ja, we vangen aan te sleppen zo. En ik gebruik daarbij twee routen heute. Een handroute, een lichte handroute en een zwedere zweite route. En met twee verschillende keuder, één keuder met veel lerm en één keuder met normale laufbeweging. Am eerste die handroute is een kleine route die ik normaal ook voor verticaal angelen gebruik. Dat is de Godvader, die zweiteilige. Die is 1,90 meter, een zeer goede route voor mij persoonlijk. Ik heb dat meest gevoel met deze route. Daarom moest de reden dat ik een handroute gebruik. Und daarbij heb ik die Red Arc stationair rollen. Die had een zeer goede bremsen. En die Power Pro Line erop is een ideale combinatie. Met een lichte staalvoorslag en dan kunnen we daarmee sleppen. Die zweite route is een langere, dat is die, ook een Tita route van Spro. En daarop heb ik die, die andere, die Melissa stationair rollen gemonteerd. Die is etwas groter. Van veel meer draad af. Moet ook daar ook zit die Power Pro. Deze route is 2,85 meter. Dat is ideaal voor de zweite route. En weil die is niet zo so hard. En als ze een bis bekomen, dan gaat die langzaam naar rond. Dat is ideaal voor de zweite route. Ja, ik vang nu met die Screaming Devil. Dat is een super keuder. Hebben we zelf ontwikkeld bij Spro. En maakt zeer veel lerm. En ik geloof dat het goed is nu met dat heisse wasser, dat veel lerm niet slecht is. Die vangen we met aan. De keuder is goed, de farbe is goed. Zo. Aan die handroute mag weer een kleinere keuder. Die route is ook lichter, zo we gebruiken een kleinere. Dus ideaal is die voor heute is die. Aruku Shed, dat is de naam van deze. Ook met veel lerm, klein. En met deze kunnen ze alles maken. We kunnen ze verticalen, sleppen, ontwerpen. En nu vangen we weer aan met sleppen. Zo. Ideaal. De köder speelt bij het sleppen die centrale rol. Je nach Größe en Lauftiefe entscheidet er darüber, ob en was beißt. Da loont het zich, dat thema etwas näher zu beleuchten. Ja, lieve angelfreunde, ik heb hier ook nog verschillende zaggen die zeer goed zijn om te sleppen. Zo'n bijspiel, deze drie zaggen die je ook gebruikt weer bij middeltief angelen. Die swimbait, die Screaming Devil. Die zijn ook goed om te sleppen. Dan hebben we nog die kleine wobblers, wie die kleine pijkfeiten. En deze kleine zijn zeer goed voor baas en Sander hebben we gezegd. Maar wenn sie etwas tiefer sleppen wollen, haben wir eine schöne Kombination. Es ist ein Bleikopf dafür und Hartmono Vorschlag. Und dann haben sie eine schöne Kombination, die tief bleibt und auch viel tiefer geht dann normal. Diese Pikefighter Junior geht normal 1 bis 2 Meter und mit dieser Blei dafür kommen sie einfach bis 3 und 4 Meter ohne Probleme. So, und auch wenn viel Strömung ist, blijft die wobbelen
goed aan bodem. Ideaal met veel stromen. Dan hebben we nog die pijpfighter. Die zijn goed te wobbelen, die is 5 meter. Zeer populair in Holland voor grote hechten. Deze keer nog dieper is de Pikefighter 2. Dat is ook zeer goed voor de grote zanden. Bij 7 meter ohne problemen. Dan hebben we nog deze koemievis, die Bulldog. Die gaat zo dief wie ze zelf zwollen. Maar dan gebruiken ze een goede blijkop wie deze. Dat is een speciaal ontwikkelde blijkop voor sleppen, nur voor sleppen. Er is de sexy kraam, want het had een schöne model. Want daardoor hebben ze weinig weerstand aan route. Dat is ideaal voor sleppen, speciaal voor gemaakt, want die koemervis blijft immer op deze wijze zwemmen. Want kijk niet rond wie bij een normale blijkop. Dat is een zeer schöne uitvinding. Nou, we hebben ook nog de grootste sets, koemervis. Ideaal voor roze hecht. Een zeer roeige actie. Want ze gebruiken een schöne blijkop van Gamakatsu, die dienen ze zo'n bijspiel. Maar dat is een lengere uitvoering die ook op die markt is. Want die komt hier uit, die haken. Hier die blijkop. Want dan zwaait de drilling hier aan het einde, onder, onder, oben. Dus kunnen ze zelfs maken. Dan hebben ze een schöne keuze voor grote hechten in grote wassen. Jetzt aber zurück ans Wasser. Die zwei sind nun schon eine ganze Weile unterwegs, aber bisher hatten sie noch keinen Biss. Am Ufer ist das Wasser selten tiefer als 3 Meter. Hengs Erfahrung nach halten sich da im Sommer die meisten Fische auf. Damit die Tiefläufer im Flachen nicht dauernd Grundkontakt haben, bietet er sie kurz hinter dem Motor an. So laufen sie relativ oberflächennah. Immer wieder gibt Henk kurz Gas, wodurch die Wobbler nach vorne sausen. Das sieht dann aus wie ein flüchtendes Fischchen und reizt die Jäger zur Attacke. Als auch das nichts hilft, beschließt Henk, den Platz zu wechseln. Die Hechte und Zander scheinen heute an diesem Flussabschnitt nicht in Beißlaune zu sein. An dem Fähranleger haben die beiden schon häufig gute Barsche gefangen. Allerdings sind die gestreiften Burschen äußerst launisch. Mal beißen sie auf alles, was ihnen angeboten wird, mal nur auf einen ganz bestimmten Köder in einer ganz bestimmten Farbe. Henk versucht sein Glück mit einem blau-silbernen Esp. Der schwere Metallköder sendet viele Druckwellen ab und erleichtert den Fischen in dem trüben Wasser das Orten. Nach dem Auswurf wartet der Profi, bis der Köder am Boden angekommen ist, um ihn dann in seitlichen Zügen grundnah einzuholen. Dafür eignet sich die kurze Godfather hervorragend. Martin wendet eine etwas andere Technik an. Um herauszufinden, worauf die Barsche heute Lust haben, nimmt er einen weißen Esp. Mit der 2,85 Meter langen Titan Seabass and Softbait Route lässt er den Köder höher springen, um sich auch in der Präsentation von Henk abzusetzen. In beiden Fällen ist es enorm wichtig, ständig direkten Kontakt zum Köder zu halten. Sobald er auf den Boden trifft, wird er wieder angehoben und die Schnur aufgekurbelt. Diese Technik wird als Jiggen bezeichnet. Die meisten Bisse kommen in der Absinkphase und man muss jeden kleinen Zupfer mit einem blitzschnellen Anhieb beantworten. Martin hat genau aufgepasst und kann den ersten Fisch des Tages drillen. Das war die erste. Aber natürlich fängt man beim Jiggen nicht nur. Ja, hier haben wir verschiedene Köder, die sehr gut sind für Angeln am Boden. Ja, zum Beispiel diese. Das Besondere daran ist, dass diese Bleikoffers sind speziell durch Gamakatsu entwickelt. Und das Vorteil von diesen Bleikoffers ist, dass die immer aan bodem steen blijven. Zo, er zijn veel planten en andere
zaggen op die bodem ziet, deze koemervis blijft immer zo steen, wenn ze stoppen met einholen. Zoals je kunnen werven, je kijkt naar die bodem en blijft zo steen wie zo, op die vlakke bodem. Want ze kunnen daarvoor alle koemervissen gebruiken met deze modellen, deze lengte. Dat is een goede combinatie, want met deze blijkop hebben ze die perfecte combinatie. We hebben nog verschillende zaggen, dat is deze Shimmy Devil, die komt weer terug, die blijft immer goed. Dan de sinking model, wie deze. Wiede, die Arukuchet, die is af aan grond angelen, zeer goed. Ze kunnen nog absinken lassen en dan angelen wie ze willen. En dan natuurlijk onze ASP-spinner, die ook naar bodem gaat en zwaar is en zeer goed voor angelen is aan bodemvis angelen. Gerade hat die Fähre abgelegt. Das ist der beste Augenblick. Durch den Druck des Motors werden die Brutfische herumgewirbelt und sind kurze Zeit orientierungslos. Das machen sich die Barsche zunutze, um sich auf die wehrlose Beute zu stürzen. Diesmal war es aber keine Beute, sondern Hanks Esp. Kurz hinter dem Boot kann der Profi den nächsten Fisch haken. An der Fähre scheinen nicht so viele Barsche zu sein. Und so machen sich die beiden auf zur nächsten Stelle. Barsche sind Vagabunden, heute hier und morgen dort. Da ist es wichtig, ein paar aussichtsreiche Plätze zu kennen, an denen man nach den Stachelrittern suchen kann. An einem Schleusenkanal wollen Henk und Martin es mit dem Vertikalangeln versuchen. Bevor sie aber damit anfangen, vergewissern sie sich, ob die Fische auch zu Hause sind. Dazu schleppt Henk mit dem tief laufenden Big Bullet die Stelle ab. Um den Reiz weiter zu erhöhen, ersetzt der Profi den hinteren Drilling durch ein rotes Modell. Henk ist überzeugt, dass er durch diesen Farbtupfer noch mehr Bisse bekommt. Der Big Bullet bohrt sich mit seiner großen Tauchschaufel immer wieder in den rund 5 Meter tiefen Grund. Und tatsächlich steigt auch gleich bei der ersten Durchfahrt ein Fisch ein. Ja, da ist er. Jetzt haben die beiden Angler die Gewissheit, dass die Barsche da sind.
Beim Vertikalangeln stellen sie den Räuber nun ganz konzentriert nach. Dazu lässt Henk den Köder direkt neben dem Boot zum Grund. Sobald er auf dem Boden aufschlägt, hebt er ihn mit einem kurzen Ruck wieder an. Auf diese Weise tanzt der Köder verführerisch direkt vor dem Maul der Räuber. Mit dem Boot fährt Henk langsam über die aussichtsreichen Stellen. Auf dem Echolot kontrolliert der Profi immer wieder die Tiefe. Erreicht der Köder nicht mehr den Boden, gibt Henk etwas Schnur. Der Vorteil der Methode liegt darin, dass man den Hotspot zentimetergenau absuchen kann und genau fühlt, was am anderen Ende der Schnur passiert. Natürlich ist das richtige Gerät enorm wichtig. Henk gibt einen kurzen Überblick über das, was man zum Vertikalangeln braucht. Ja, Sprau hat eine sehr schöne Vertikalroute und wir sind da sehr stolz auf. Hier habe ich eine von der Serie, die wir haben auf dem Markt. Das ist die berühmte Godfather, das ist ein Titan, aus der Titan-Serie. Viele Profis in Holland und auch in Deutschland brauchen diese Route. Und er ist sehr leicht, sehr schnell und am Wasser ist die perfekte Freude, um viel zu fangen. Die meiste Route für Vertikalangeln sind zwischen 1,80 und 1,90. Warum sind die Route so kurz? Ist wichtig, einen guten Kontakt mit die Köder zu haben. Zum Beispiel deze, dit is een keuze die we gebruiken bij verticaal angelen. Een blijkop die we op die bodem zetten en dan weer aftikken. En ze gebruiken daarbij een zeer goed contact. Het is wichtig dat ze onder water lezen kunnen. En wenn ze een lange route gebruiken, hebben ze geen goed contact. So, die routes zijn meestens tussen 1,80 en 1,90. Hebben ze die maximale contact. Die routes zijn hard. En wenn ze die keuze aftikken, hebben ze dat perfecte gevoel en kunnen ze wirklich lesen und wassen. Sie wissen genau, was unter Wasser geschieht. Aber es ist auch wichtig, dass Sie eine Schnur brauchen, ohne Deinung. Und da haben Sie einen direkten Kontakt mit dem Köder. Und das ist auch wichtig. Wenn Sie Monofil oder andere Schnuren brauchen, dann ist die Deinung zu lange und haben Sie Probleme. So, Dynima wie Power Pro und Dynafil ist perfekt für das. Wir brauchen am meisten zwischen 8 und 10, 12 LB, das ist die perfekte Schnur dafür. Die Rolle ist auch wichtig, ich habe es schon gesagt, die Bremse ist wichtig. Muss leicht gehen und diese hat eine perfekte Bremse. Geht sehr langsam und sie können sehr genau angeln, sehr wichtig. Ich brauche auch immer einen Stahlvorschlag, wenn ich am Rhein angeln, weil da auch viele Hechte sind. Und wenn Sie diese nicht brauchen, dann haben Sie viele Probleme, wenn Sie ein Biss bekommen von einem Hecht. So, dit ist für mich die perfekte Kombination, um zu vertikal angeln. Ja, das Prinzip von der vertikal angeln ist eigentlich einfach. Sie bringen die Gummifisch nach unten, naar de bodem. Geht recht nach unten, recht unter die Boot of recht van die Ufer aus. Und dann steht die, durch die Form von die Bleikopf, steht die Bleikopf auf diese Weise auf die Boden. Weil sie die harte Route brauchen, bekommen sie mit einem felle Tick nach oben. Und dann steht die Gummifisch wie so ungefähr 10 cm über die Boden. Die Fisch liegt am Boden, die Sander oder die Baas, und guckt dann nach die Gummifisch. Sie haben die Attention gezogen. Und wenn die dann nach unten geht, bekommen sie die Biss. So arbeitet das. Und darum ist es so wichtig, dass sie Kontakt halten mit dem Boden. Und dass sie darum Dynima-Line brauchen und keine Monofil. Für das vertikale Angeln brauchen wir spezielle Gummifisch. Am meisten kleine Gummifisch mit verschiedenen Aktionen. Er sind Tage, wo die Baas oder die Sander nur viel Aktion haben, dann haben wir spezielle Gummifisch mit sehr viel Schwanzaktion, wie diese. Aber wir haben auch mit wenig Aktion, wie diese.
Daarom is deze ook zo goed in winter. Maar ook in sommer zie je dagen dat ze nieuwe diesel actie wordt. Er zit ook, die diesel zit lang, maar er zit ook koetsen, dikke, wie deze. Het is wichtig dat ze ook aan de visdag angelen. Er zit ook dagen dat we nu een diesel vangen. Hij zeer veel actie, een speciale zwans. Nu die vissen kunnen zagen wat ze willen. Dat ze nu proberen. Want daarom is het wichtig dat ze daar verschillende modellen bij zich hebben. Om daarmee te angelen. Heute entscheidet sich Henk für den Fast Eddy in 11,5 cm Länge mit einem 14 Gramm schweren Bleikopf. Beim Vertikalen auf Barsch macht Henk extra große Sprünge, denn die kleinen Räuber reagieren sehr gut auf die Bewegung. Schon nach wenigen Augenblicken kann der Profi den ersten Fisch haken. Da Barsche ein sehr weiches Maul haben, muss man sehr vorsichtig drillen, damit sie nicht ausschlitzen. Das geht schnell. Was die Fast Eddy, die kleine Shit. Jeder kleine Zupfer muss mit einem sofortigen Anhieb pariert werden. Trotzdem gelingt es nicht immer, die Bisse zu verwerten. Was ein Biss. Er hat die Shit mitgenommen. Und auch Henks Köder spielen die Barsche übel mit. Ja. Ganz aufgefressen. Een nieuwe, gaan we weer proberen. We hebben die baas gevonden nu. We bekomen veel bissen, maar ze zijn niet overtuigend. Maar ik probeer het nog eenmaal. Oké, genau terug naar die knauw, diezelfde stellen. Dat is wichtig, als je een bis bekomen, dat ze genau wisten waar dat was. Want al die bazen zien samen, op verschillende vierkante meters. Nou, gaan we weer proberen. Doch auch nach dem Wechseln des Schets ziehen die Barsche den Gummifisch immer wieder vom Jighaken. Da hilft nur noch der Trick mit dem Klebstoff. Hat die allein bei der Hand, oder nicht? Wir bekommen viele Bisse und das ist nicht gut. Ja, wir brauchen einen Klebstoff, um das Problem zu tackeln. Das ist nicht gut, dass sie jedes Mal die Schet die Gummifisch zurückgeht. Normaal mag ik dat gelijk, maar waar ik die andere verspild ben, heb ik snel een nieuwe aangemaakt. Maar snelheid is niet in mijn goed. Zo, dit is het beste. Gaan we weer proberen. Ja. Tja. Wat is hier? De montage was goed, want dan komt die vis vanzelf. Wat is hier? En
fantastisch vis. Zie je maar de vis. Dat is leuk. Dann fährt Henk in einen abzweigenden See, um dort das Wurffischen mit Kunstködern zu zeigen. Ja, liebe Angelfreunde, wir sind auf eine neue Stelle. Das ist eine kleine See. Und die See ist sehr tief, hier bis 20 Meter. Het is schwierig hier om die hechten te vinden, maar wenn je langs de oever koeken, dan zijn ze immer goede en interessante plaatsen. Zo'n bijspel hier is een boom, is een oude boom, die is in wassen gevallen. Maar dat is een ideale plaats voor grote hechten. Aan de overzijde zijn vier kleine vissen, die zie je zien springen. En daaronder steken die hechten. Maar een probleem is natuurlijk om daar zo angelen. Hè. Ze kunnen geen wobbelen brauchen, of een koemervis is ook schwierig. Zo, we hebben ook streamers. Om die streamers kunnen ze gans in oppervlak angelen. Ook bij viele planten enzovoort. En er zijn mogelijkheden die ze met geen andere keuder hebben. Zo, ik heb hier verschillende keuder bij me hier. Dat is een bucktail spinner. En ook ideaal. Kein gewicht, kunnen ze zeer hoog door gewassen vuren. Een bucktail spinner met twee bladen eraan. Een boelestreamer, ook zeer interessant. Een boelestreamer met een kleine spinnenblad aan vuur. Die is ook zeer langzaam vuren, dus was ook met vele planten zien, ideaal. Moet een supersize boelestreamer. Dat zijn die nieuwe, die zijn ook zeer schön om te angelen voor grote hechten. Tussen planten enzovoort. En zo'n bijvoorbeeld die kleine boelestreamers kunnen ze ook aan je eigen spinner hangen. Dan bekomen ze een ideale combinatie. Dat gaat wonderbaar. Maar wichtig is dat ze weten wie ze die streamers enzovoort angelen durven. Want dat wil ik kunnen demonstreren. Ja, ik heb hier die boelestreamer. Dat is een ideale keuder om in vlakke zwarsen te angelen. En bij obstakels en vele planten. Wichtig is dat die boelestreamer nas gemaakt worden. Waar er geen gewicht had. Want wanneer dat vaste erin gaat, hebben ze genoeg gewicht om met een lichte route, met deze wijd te werven. Ze kunnen even zo wijd werven als met een grote spinner. Dat is geen probleem. Zo, ik zal het demonstreren wie zich een boelestreamer nas maakt. Dat is wichtig. Dat gaat wie zo. Rechtstandig in wassen, meerdere malen zo. Dan zie je dat hij immer schöner en schöner wordt. Want hoe dat gewicht komt daarin, en dan hebben ze dat perfecte werfgewicht om wijd te werven. Want dan had hij ook die schöne actie bekomt hij zo. Kijk, hoe dat is volume. Bei der Führung sind kurze Stops sehr wichtig, damit sich die Federn des Streamers immer wieder aufplustern können. Dieses Bewegungs- und Farbenspiel reizt die Hechte. Martin zeigt den Bullet Spinner. Die Neuentwicklung hat ein sehr geringes Eigengewicht und kann genau wie der Streamer langsam über die Pflanzen und Hindernisse geführt werden. Das Spinnerblatt sendet viele Druckwellen aus und spricht so gezielt das Seitenlinienorgan der Räuber an.
Eine weitere Neuheit ist der Double Bladed Bucktail Spinner. Dieser Köder entwickelt durch das zusätzliche Blatt noch mehr Druck und Bewegung. Das macht ihn zur perfekten Wahl im trüben Wasser. Durch das etwas höhere Gewicht kann der Spinner auch zum Schleppen verwendet werden. Jetzt im Hochsommer halten sich die Hechte jedoch nicht im Flachen auf. Aber bevor Henk den Platz wechselt, lässt er es sich nicht nehmen, noch den neuen Swimbait zu zeigen. Liebe Angelfreunde, dies ist unser neuer Swimbait. Ein sehr schöner Köder mit viel Lärm. Und sieht sehr schön aus, real like. Wie ein echter Fisch und ein phänomenale Aktion. Sie können da alles mit machen, sie können damit werfen, sie können damit sleppen, sie können da alles mit. Dann steuern die zwei einen neuen Platz im Fluss an. Da haben wir viel heiße Wetter gehabt hier und das Wasser ist auch sehr heiß gewesen. Aber hier ist eine schöne Stelle. Das ist nicht so tief, von bis 1 Meter tot 4 Meter, von zwischen 1 bis 4 Meter. Und er stehen viele Wasserplanten. Und ich hoffe, dass die Hechte nun, tegen die Abend, dus am Abend nun, dass die naar die Planten ziehen, um die Rotaugen und so weiter zu fangen. Er zitten hier, Weißfisch ist hier viel, want er zitten viele Kormorans hier. So, das deutet darauf, dass er auch Weißfisch ist. Und wo Weißfisch ist, ist auch gerne die Hecht. Und überdag sind die Hechte am Tiefen, aber am Abend kommen sie nach oben. Und ich wollte proberen mit Gummifisch auf verschiedene Weise, mit verschiedene Techniken, proberen ein Hecht zu fangen. Ich weiß nicht, ob het klappt, maar we kunnen proberen. Ja, ich habe verschiedene Modelle Gummifisch mit verschiedenen Schwanzen. Zum Beispiel dies hat einen großen Schwanz. Und viel Aktion. Ist auch kein Problem, wenn er viel Pflanzen sind. Die Schwanz bleibt immer die Aktion halten. Dies hat sehr wenig Schnellheit, Geschwindigkeit nötig, um eine gute Aktion zu haben. Es ist ein sehr dünner Schwanz. Die ist etwas schwerer und die braucht mehr Geschwindigkeit. Die ist auch sehr, sehr wenig Geschwindigkeit und viel Aktion. Die kun je auch schön auf die Boden platzen mit diesem Bleikop. Spezielle Bleikop dafür. Und ich habe noch diese. Dit is een sehr, sehr schöne Gummifisch. Om zeer snel te angelen, zo snel wie mogelijk. En had hij een zeer schön action. Want die vangt aan met deze. Dit is een goed model met veel zwansaction. En wat ik eerder gezegd heb, wanneer er veel planten zijn, die zwans die blijft immer bewegen. Zo hebben ze immer goede vangkansen daarmee. Wichtig is daarbij de goede blijkop. Ik heb hier een schöne blijkop. En waarom gebruik ik deze? Zo'n eerst omdat het een ganz nieuw is. Een zeer scherpe Hamakatsu blijkop. Die model is perfect, die past genau bij deze set. En die lengte is goed daarvoor. Wat ook belangrijk is, ik gebruik een orange, fluo orange. Wel, dat wasser hier is zeer klaar. Want deze gummifis, die zijn ze niet in wasser. En met een orange blijkop krijgt die set die gummifis genau volgen voor je rest. Dat is de reden, de oorzaak, als je deze. Blijk of brauchen voor die set. Want die kan je nu monteren. Nou, dit is zo eerst die blijkhof. Is een zeer goed idee van Hamakatsu. Daardoor blijft die gummifis ganz goed. Dus ik gebruik geen kleepstof. Je mag die gummifis niet kapot. Maar we zijn een perfecte combinatie. Je kan nu die blijkhof aan die set maken. Ze zien die afstand. Want die heu hier. Van zijn ruken is perfect. Het is ook wichtig dat die haken niet zo tief zitten. Er zijn mensen die angelen wie zo, en dan hebben ze veel bissen. Het is wichtig dat die ruk haken daar goed over steken. En dat kan ik demonstreren. Ik zal het vettig maken voor om daarmee te angelen. Zo.
de plaats, zie, die komt hier aus. Het is wichtig dat je alles roerig maakt. Dan langzaam aanzien. Und zo hebben ze die perfecte montage. En dat is de Kamagatsu. Wie een huis, zo sterk. Gaat niet meer kapot, blijft immer goed. Want ze kunnen die gummivis zeer goed volgen om te wassen. Und de combinatie is zo goed. Ik gebruik ook geen tweede drilling. Die afstand is perfect, alles is perfect. Want wenn een hecht komt, hebben ze immer bingo. Want ze gebruiken geen tweede drilling, want die actie die blijft goed. Dat is ideaal in de zomer om zo te angelen. Ik werf die gummivis zeer wijd weg. Die plaats waar we die boot hebben, nu, onder die boot is het 1 meter 50. Maar is een schöne teluutje naar onder. Want een plateau van 2, 3, 4, 5 meter. En met vele planten erop. Ik angel vrij snel met 15 gram blij over die plant heen. Die planten staan niet aan oppervlakte, maar daar etwas 50 centimeter daaronder. En daar angelen ik overheen met die gummivis. Martin versucht es met een gelben shad. Auf diese Art finden die beiden im Team schneller heraus, was die Hechte heute anspricht. Mit der Softbait and Seabass in 2,85 Meter Länge und 60 Gramm Wurfgewicht hat man immer direkten Kontakt zum Köder. Als Schnur kommt auch in diesem Fall nur geflochtene wie die Power Pro in Frage. Mit ihr dringt jeder Anhieb zuverlässig durch. Ich kann hier nun wechseln. Ich habe dieselbe Gummivis wie die andere, allein eine andere Farbe, eine aggressivere Farbe, aggressive Modell. Und ich habe eine leichtere Bleikopf montiert. So, ich kann nun probieren auf dieselbe Stelle etwas ruhiger zu angeln. Auch ein schönes Modell. Auch mit einem schönen Bleikopf von Hamakatsu. Es steht aber sehr schön über die Rücke. Sieht gut aus. Mit dem 8 Gramm schweren Bleikopf kann Henk den Gummifisch deutlich langsamer über die Pflanzen führen. Wichtig dabei ist, nie die Spannung zu verlieren. In der Rückwärtsbewegung, wenn der Shad abtaumelt, kurbelt Henk die überschüssige Schnur ein und hält so den Kontakt zum Köder aufrecht. Auch Martin versucht es weiter mit den Gummifischen, doch die Hechte scheinen diese Köder heute nicht zu mögen. Also kramt Henk nog een wenig in de trickkiste. Nou, we hebben weer gewechseld. We gaan nu zeer snel angelen. Met deze. Dit is die Bulldog. Dat is een van mijn favoriete keuder. Ik heb zeer veel hecht mee gevangen. Die kunnen ze goed mee sleppen, maar ook mee werven. Om snel over die planten te zien. Want die hecht komt daarhinten. En dan... Als ze hier met een hecht vangen, is die immer... Über die ganz über die Köder heen geschwommen. So, ich brauche keine zweite Drilling. Dit is genoeg. Und sie haben nun und dann ein viel Biss, aber die Aktion bleibt viel besser. So, ich denke, dass sie auch mehr Bisse bekommen auf diese Weise. So, macht nichts aus dann. Durch den massigen Körper mit dem langen Schwanz fällt der Bulldog sofort auf. Mit dem großen Köder spricht man nicht den Fresstrieb der Räuber an, sondern das Revierverhalten. Jeder Eindringling, der in das Territorium eines Hechtes eindringt, wird erbarmungslos attackiert. Allmählich neigt sich der Tag dem Ende. Henk und Martin angeln weiter bis zum Einbruch der Dunkelheit. Doch trotz aller Bemühungen kriegen sie keinen Biss mehr. Die Fische sind offensichtlich vor der Hitze in den Strom geflüchtet. Am nächsten Morgen sind Henk und Martin wieder auf dem Rhein unterwegs. Dort wollen sie es nochmal mit dem Schleppen versuchen. Ja, ich schleppe nur mit einer kleinen Wobbler an die Handroute. Die eerste zo'n 4, 5 meter hinter die boot, dat is wijd genoeg. Die rauwers hebben geen angst voor een boot.
Und die, an die andere Route habe ich eine Screaming Devil. Ja, die habe ich nur 3 Meter hinter die Boot. Die können sie, wenn sie gut gucken, kunnen ze hem zwemmen zijn. Und hebben ze ook geen probleem. Ook die grote hechten niet, die grote zander niet. Bazen niet. Rauwers hebben geen angst voor een boot. Dat hebben we hier ervaren. Und, daar maken we hier ook gebruik van. Wij het sleppen hinter die boot maken we niemals. Damit die Fischer auf die kurze Distanz nicht ausschlitzen, stellt Henk die Bremse sehr fein ein. Wenn sie die Schnur freigibt, sobald das Boot beschleunigt, ist es genau richtig. Die Fische haken sich trotzdem selbst. Bei der Handrute verlässt Henk sich auf sein Fingerspitzengefühl. Bei einer Attacke gibt er die Spule frei und der Fisch kann ungestört Schnur nehmen. Auch heute fischen die beiden wieder sehr dicht am Ufer. Eigentlich kaum zu glauben, dass sich die Räuber in diesen flachen Bereichen aufhalten. Aber sie tun es, wie dieser Biss beweist. Schön, ne? Nur 3 Meter hinter dem Boot hat der Zander den Screaming Devil geschnappt. Der Fang zeigt, dass die Räuber aktiv sind und Henk hofft, noch einen Hecht zeigen zu können. Martin verleiht seinem Köder durch Rutenbewegungen zusätzliche Attraktion, doch es hilft nichts. Wieder hat Henk den Biss. Diesmal hat ein Zander den kleinen Pikefighter geschnappt. Im Strom haben die Räuber viel Kraft und liefern einen guten Drill. Trotzdem muss sich der Stachelritter bald geschlagen geben und ist reif für die Landung. Dann geht es in zügigem Tempo weiter. Der nächste Biss lässt wieder nicht lange auf sich warten. Ich habe einen sicheren Moment. Ja? Das ist ein Barsch, denke ich. Der Profi soll recht behalten. Schon kurz darauf ist der Fisch reif zur Landung und wandert über Martins Kescher. Ein schöner Barsch, über den sich auch ein Profi noch sichtlich freut. Martin setzt weiterhin auf seine Ruckmethode. Doch heute hat er einfach kein Glück. Wieder drillt Henk. Der Fisch nimmt diesmal ordentlich Schnur. Das lässt nur einen Schluss zu: So kämpft nur ein Hecht. In dem warmen Wasser hat der Fisch viel Energie und gibt sich nicht so schnell geschlagen. Immer wieder setzt er zu rasanten Fluchten an. Ist dann die Bremse zu hart eingestellt, verliert man häufig den schon sicher geglaubten Hecht. Zijn ze hier sterk? Mit diesem schönen Hecht ist das Räubertrio komplett. Kurz darauf kann der Profi sogar noch einen weiteren schönen Zander in die Kamera halten. Mit diesem tollen Fisch verabschieden sich Henk und Martin vom Rhein und wünschen allen Anglern viel Petri Heil. Wiedersehen. Was ein schöner, hä?